Burschen, wir sind wieder einmal back. Endlich geht's wieder weiter mit neuen Videos. Es hat uns leider ein bisschen gedauert, wir waren ein bisschen inaktiv, aber ja, es waren jetzt ja nicht unbedingt so wieder Programm-Highlights, was wir verfilmen haben müssen. Und ein bisschen Pause schon dann, sage ich einmal. Aber jetzt geht's endlich weiter. Heute starten wir wieder in die ganze Sache ein mit der altbekannten Purple Legacy. Das letzte Video war eher von dem Moped, das haben wir beim Zeug Maxi Factory gefilmt gehabt. Der hat einen neuen Motor für uns gebaut, wir haben den eingebaut. Die Kupplung war auch nicht angestimmt, wir haben am Schluss noch ein paar Probefahrten gemacht. Und ich habe mir gedacht, wir filmen bei dem Projekt gleich weiter. Es muss einfach jetzt einmal fertig werden. Es sind einige Sachen, was noch ein bisschen anders gemacht werden. Ich habe mich gestern schon mal ein bisschen gespült, ein bisschen vorbereitet für das Video. Und zwar habe ich gestern schon die Kupplung ein bisschen angepasst. Sie schaut schon recht gut aus. Wir werden aber gemeinsam jetzt nochmal reinschauen in die Kupplung, weil sie ist nur im kalten Zustand, ist perfekt. Sobald es warm wird, ja, haben wir wieder ein bisschen Leistungsverlust. Und das gehört aber so eingestellt, dass es dann geht, wenn es warm ist eigentlich, gell? Damit wir da keine Probleme haben. Und ja, das werden wir heute gemeinsam machen. Wir werden dann ein paar Testfahrten machen. Wir werden auch probieren, was das Ganze auf sich hat mit einer leichten Föhn. Ich zeige euch das einmal. Wir haben da in dem Projekt jetzt da drinnen die Sternföhn. Wir haben da in dem Projekt jetzt die Sternfelgen drinnen. Ich habe jetzt so leichte Speichenfelgen mit Seilzug-Hinterbremsen organisiert. Habe die schon schwarz lackierte Speichen. Das hat viele von euch auch extrem taugt, wie wir das da in der Purple Legacy vorhin schon so gehabt haben. Und cooles Chromkranzel drauf noch. Und ja, da werden wir heute mal abwiegen gehen. Wir werden schauen, wie viel Gewicht welcher Felgen hat. Und dann werden wir auch aufgrund der Zeit schauen, ob das überhaupt was bringt, wenn man leichte Felgen einbaut. Aus Erfahrung wissen wir, dass schon so sein wird. Und ja, ich würde sagen, wie immer, wir quatschen gar nicht lang, wir starten einfach gleich. Let's go! Und da haben wir die KTM-Kupplung drinnen. Ist eine KTM-Kupplung ohne gelochten Korb mit normal schräg verzahntem Getriebe. Ich habe das jetzt da einfach so schräg hingelernt, mein Moped, weil ich das Öl nicht wieder tauschen will und ich habe jetzt gerade keinen sauberen Behälter. Deshalb einfach schräg hingelernt, dass ich das Öl zurückrennt. Und ja, jetzt werden die Kupplung kurz auszutun und werden uns das anschauen, das Ganze mit den Scheiberl, was wir euch eh schon so oft gezeigt haben. Genau. Jawohl. Und da haben wir die Kupplung. Dax Factory Mofa-Werk Logo eingraviert. Gibt es aber bei uns nicht zum Kaufen, aber wenn der MBR immer Angst hat, dass wir seine Kupplungen kopieren. Haben wir nie vorgehabt. Muss man immer selber schauen, wo man die da herkriegt. Jawohl, und jetzt legen wir jetzt. Let's go! Genau. So, wenn wir da jetzt schauen, ich habe die gestern gereinigt, alles pipi fein. Und eigentlich ist es schon wieder halbwegs verträgt. Aber wir reinigen es heute nicht nochmal neu. Wir nehmen das so hin, wie es ist. Und wenn wir sich das so anschauen, haben wir da jetzt so drinnen gehabt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete und eins aufs, also ein Scheiberl auf 6 Paket draufgelegt. Und da werden wir jetzt auf der anderen Seite noch eins drauflegen probieren. Okay, werden wir jetzt also mal ein wenig vom Öl befreien, weil den Schrauben ist am gescheitesten eigentlich, wenn man einpickt. Ich
die Platte werden wir jetzt im Grobdurchlauf gleich reinigen da. Ja, was passiert, wenn man die Platte nie reinigt? Haben wir glaube ich auch schon mal in einem Video besprochen. Wenn man Rennen fährt damit, sollte man die eigentlich wirklich vor jedem Rennen immer reinigen. Weil es sonst passieren kann, dass die Kupplung einfach immer früher und früher greift. Zumindest war es bei uns früher so bei den Grossmaxi-Rennen. Dann hat die eigentlich nicht mehr so eingegriffen bei der Drehzahl, wo man es haben wollte. So, der Levi, wir haben das jetzt neu bestückt, die Platterl. Wie ihr seht, wir haben da jetzt 6 ganze Pakete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und beim ersten und beim letzten haben wir jeweils das Platterl mit der Wölbung draufgelegt. Funktioniert. Also kann sein, dass es jetzt nicht gleich eingreift. Ich bin da jetzt auch nicht beim Kupplung, ich bin so der Spezialisten. Die Spezialisten legen da nachher noch verschiedene Platterl bei. Aber ja, ich probiere es einfach immer so, dass ich halbwegs hinkomme. Der X-Factor haben wir heute leider nicht bei der Hand. Der darf das wieder perfekt machen. Aber wir schauen, vielleicht klappt es auch. Ja, und das Platterl, das und die unterste Beilagscheibe quasi, die hat sich da drinnen versteckt. Die lassen wir drinnen auf alle Seiten. Genau. So, dann haben wir die Bocken Nummer 1 fertig und das Ganze machen wir jetzt bei allen Bocken, was wir da drinnen haben. So, und somit haben wir die alle Bocken wieder drauf. Ich bin jetzt richtig gespannt, wir fetzen die eine, die Kupplung, und dann starten wir mal die erste Probefahrt. Stop that. Stop that. Stop that. Na gut, Burschen. Also, das ist die Kupplungseinstellung. Dreht haben wir aufgehört, würde ich sagen, wir starten mal die erste Probefahrt. Also das geht einmal richtig gut und ich würde sagen, ihr kennt eh alle die Strecken, wir sind da bei unserem 100 Meter Test, den wir immer da gemacht haben. Den werden wir heute probieren, auf der Idealspur liegen ein bisschen steiner. Ich weiß nicht, was wir da am gescheitesten tun, aber ich werde einfach da ein Stückchen herüber starten. Das ist am besten eigentlich. Und ja. Probieren wir noch mit der App schon einmal eine schöne App auszusuchen, mit der was wir vielleicht 100 Meter testen können. Okay. Ja, würde ich sagen, wir probieren das. Ich werde das Handy aber sicherheitshalber in der Hand halten.
geht los, auf die Plätze. Warte mal. Auf die Plätze. Fertig. Also da hat der Zeug einmal wieder ein richtiges Gerät erschaffen, würde ich sagen. 69 km/h Topspeed war das jetzt so. Aber die Zeit geht nicht ganz hervor. Also es hat schon gestartet, wir werden das nochmal resetten. Starten da. Also Kupplungseinstellung passt auch, weil es ist jetzt sicher warm und sie funktioniert noch ganz normal. Wir starten das mal weiter vorne, Sticker. Also schönere Spur, weil es ist mal über 100 Meter sind. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig. Okay Burschen, jetzt haben wir die reinen Werte. Wir haben 7,1 Sekunden auf 100 Meter, 5,4 Sekunden auf 50 km/h. Topspeed war jetzt 76, wir haben vorher 79 schon gehabt. Aber ich würde sagen, ich speichere den einmal. Wir haben da irgendein Problem damit mit dem Vergaser. Ich glaube, der Zeug hat jetzt einmal gesagt, Nadel muss ich anziehen. Dann kriegt noch verändern. Ich muss ihn jetzt nachher schnell fragen, wie. Anscheinend mein originales Verbandsbuckel da verloren. Beim Herfahren. Ja, das können wir schon brauchen, das nehmen wir mit. Sadeltasche. Da ist er voll flöten gegangen. Jawohl. Weiter geht's. Vorher schon zeigt eigentlich, da ist noch einmal der Hinterreifen. Wir haben da den Anlass 2.0 rum, weil ich den schon ein paar Mal angewogen habe. Und das ist der leichteste Reifen eigentlich ist, was es da gibt, der Buchschau. Und wir haben noch einen kleinen Schritt vergessen. Ich habe gesagt, wir fahren wieder die nächste Proberunde, aber wir werden das noch schnell filmen, wie wir die anwägen und schauen, was da wirklich Gewichtsunterschied ist, auch ob es überhaupt ausgezahlt hat. Aber eigentlich wegen der Optik, denke ich mir, gehört da ein Speichenfang rein. Also, wir starten unsere altbewährte Paketwaage. Legen wir mal drauf die Sternfelge mit Gummi. 5,3 Kilo. Wir haben da jetzt einen Bremsanker heraus und da einen Kettenspann und die Mur da oben. Also im Prinzip genau dasselbe. 5,3. Das merkt man sich so. Und jetzt kommt die Speichenfelge mit dem Gummi. Haben wir 4,6. Wir konnten da natürlich bei der Felge, konnten wir noch das Overhand, oder? Das ist auch viel größer eigentlich wie bei der Felge. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Wir wissen schon mal, wir haben schon mal 700 Gramm gespart. Und das ist was, das verrate ich euch. Was regnet, würde ich sagen, probieren wir es noch einmal.
Schaut nämlich schon sehr nach Regen aus. Okay, wir nehmen den ersten Versuch. Wir sind jetzt sogar nur auf 74 km/h gekommen, das heißt, die konnten sogar noch vielleicht ein bisschen lower sitzen. Und wir sind jetzt bei 6,5 Sekunden auf 100 Meter, das heißt, das ist eine Verbesserung von 1,4 Sekunden zum damaligen Motor mit den 10 PS. Und zu den anderen Folgen nochmal um 6 Zehntel leicht verbessert, kann man sagen. Das war jetzt aber auch ein perfekter Lauf. Und ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Okay, Burschen, somit haben wir das einmal fürs erste angeschlossen, das Beschleunigungsmaxi. Wir haben heute noch die leichten Folgen rein da, wie wir gesehen haben. Nicht zum Unterschätzen, hat einiges gebracht nochmal. Und ja, wir sind also bereit, wann endlich ein Beschleunigungsrennen stattfinden wird, werden wir da auf jeden Fall vertreten sein mit dem violetten Purple Legacy Maxi. Und ich hoffe, euch hat es wieder taugt. Schauen wir mal, was das nächste ist, was wir jetzt in Zukunft filmen werden. Wir stehen eigentlich schon kurz vor der Buchmaxi-Range. Wir fahren in die Schweiz in eineinhalb Wochen und spätestens von da werden wieder ein paar Videos auftauchen. Und bis dorthin wünsche ich euch viel Spaß beim selber bauen fürs Beschleunigungsrennen. Wir sehen uns dort vor Ort, wenn es soweit ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch, Baba!